Auschwitz-Birkenau. Ein polnisches Sumpfgebiet zwischen Weichsel und Sola. Von 1942 an bewachen hier einige tausend SS-Männer fast 3 Jahre lang ein streng geheimes Projekt der deutschen Regierung. Niemand sollte wissen, was auf diesem Gelände geschieht. Der perfekt geplante und mit modernsten Methoden ausgeführte Massenmord. Tag und Nacht rollen Transportzüge aus vielen Ländern Europas an die Rampe von Birkenau. Ihre Fracht? Kinder, Frauen und Männer. Von der deutschen Regierung zu Staatsfeinden erklärt. Zwei Jahrzehnte später deckt das Frankfurter Schwurgericht die ganze Wahrheit über Auschwitz-Birkenau auf. Das Gericht muss in 20 Monaten der Prozessdauer noch einmal im Geiste all die Leiden und die Qualen erleben, die die Menschen dort erlitten haben und die mit dem Namen Auschwitz auf immer verbunden sein werden. Es wird wohl mancher unter uns sein, der auf lange Zeit nicht mehr in die frohen und gläubigen Augen eines Kindes sehen kann, ohne dass im Hintergrund und im Geist ihm die hohlen, fragenden und verständnislosen, angsterfüllten Augen der Kinder auftauchen, die dort in Auschwitz ihren letzten Weg gegangen sind. Frankfurt am Main 1963, 4 Tage vor Heiligabend. Wie jedes Jahr spielt auf dem Römerberg ein Posaunenchor die alten Lieder. Dem Deutschen geht es wieder gut. 18 Jahre nach dem Krieg ist vieles vorbei und vergessen. Die Bürger wollen vor allem eine sorgenfreie Zukunft, auch für ihre Kinder. An diesem 20. Dezember 1963 beginnt im Frankfurter Römer ein Strafprozess, der die Deutschen mit ihrer Vergangenheit konfrontieren wird. Im Saal des Stadtparlaments warten Hunderte von Journalisten und Beobachtern aus aller Welt gespannt auf die ersten Worte des Gerichtsvorsitzenden Hans Hofmeier. Sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet. Die Geschworenen sind zu vereidigen. Ich spreche Ihnen den Eid vor. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten eines Geschworenen getreulich zu erfüllen und ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben. Bitte erheben Sie. Der Vorsitzende vereidigt die Geschworenen. 3 Hausfrauen, eine Angestellte, ein Arbeiter, ein Kohlenhändler. Unter den 22 angeklagten SS-Männern von Auschwitz sind 6, deren Namen bald jeder Zeitungsleser kennen wird. Robert Mulka, Exportkaufmann aus Hamburg, als Adjutant des KZ-Kommandanten Rudolf Höss der Hauptangeklagte. Wilhelm Boger, Buchhalter aus Hemmingen, in Auschwitz Referent für Flucht, Diebstahl und Fahndung. Josef Klär, Tischler aus Braunschweig, im Konzentrationslager Sanitäter und Desinfektor. Oswald Kaduk, Metzger und Krankenpfleger aus Berlin, als Rapportführer verantwortlich für Zucht und Ordnung. Hans Stark, Berufsschullehrer aus Darmstadt. Über seinem Schreibtisch hing der Spruch, Mitleid ist Schwäche. Dr. Viktor Capesius, Apotheker aus Göppingen, er verwaltete das Giftgas Zyklon B.
Bis zu diesem Zeitpunkt liegt in Deutschland der Mantel des Schweigens über den Geschehnissen von Auschwitz. Fast unbemerkt ermitteln die Frankfurter Staatsanwälte. Als Ergebnis legen sie dem Gericht 75 Aktenbände vor, Zeugenaussagen von Überlebenden, Dokumente aus vielen Archiven und ein Glücksfall für den Prozess, die bei der Befreiung des Konzentrationslagers entdeckten Akten der Kommandantur. Am 27. Januar 1945 erreichen Truppen der Roten Armee die Umgebung von Auschwitz. Nach Kämpfen mit flüchtenden SS-Einheiten befreien sie 7000 Häftlinge. Was sie sehen, erfüllt sie mit Entsetzen. Und dann gefangene Kinder. Auf dem Unterarm ihre eintätowierte Häftlingsnummer. Überall stoßen die sowjetischen Soldaten auf Anzeichen der Verbrechen. Ein in der Nacht zuvor von der SS gesprengtes Krematorium wird freigelegt. Spurensicherung im Reich des Todes. In einem SS-Büro findet man die Buchhaltung der Mörder. Die Akten der Kommandantur. Landesgefängnis Bruchsal im März 1958. Ein Häftling schreibt hier den Brief, der eine Lawine ins Rollen bringen wird. Empfänger ist Hermann Langbein in Wien, der Sekretär des Internationalen Auschwitz-Komitees. Begonnen hat das, was dann später der große Auschwitz-Prozess wurde, mit einem Brief, den ich bekommen habe, von einem Überlebenden von Auschwitz, den ich in Auschwitz kannte, einen Deutschen namens Rögner, der wegen seiner kriminellen Vorstrafen in Auschwitz war, dort Kapo war, im Elektrikerkommando, ein anständiger Kapo. Es gab solche und solche Kapos. Und der mir aus dem Gefängnis, er war damals schon wieder kriminell, geschrieben hat, er wusste, wo Boger, ein berüchtigter Mann der politischen Abteilung der Lager-Gestapo, wohnt. Und er hätte eine Strafanzeige gegen ihn erstattet. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, im Frühling 1958. Ich habe daraufhin, weil ich Boger kannte, und das war einer der, die also am massivsten gewütet haben, eine Strafanzeige nach Stuttgart gemacht. Und das war also ein sehr harter Weg, bis er endlich dazu geführt hat, dass sich die Staatsanwaltschaft in Stuttgart bereit erklärt hat, etwas zu machen. Eine üble erste Erfahrung war es. Und dann, als endlich nach Monaten Boger verhaftet worden ist, es war im Herbst, wenn ich mich richtig erinnere, ist es zur Verhaftung gekommen. Vorher wurde er angerufen vom Kriminalbeamten. Da sagte er im Prozess dann aus, Tage vorher, sind Sie der Herr Wilhelm Boger von Auschwitz? Und er hat ja gesagt und er sagte dann im Prozess, ich hätte, wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte, fliehen können. Bis zu seiner Verhaftung führte der als Buchhalter beschäftigte Boger in Hemmingen bei Stuttgart das genügsame Leben eines allseits respektierten Familienvaters. Frau Boger, wie lange sind Sie jetzt verheiratet? Ich bin circa 24 Jahre verheiratet. Wenn Sie jetzt zurückblicken nach 24 Jahren, wie beurteilen Sie Ihr Familienleben? Das war sehr gut und wir haben sehr harmonisch gelebt. Waren Sie zusammen mit Ihrem Mann in Auschwitz? Ja. Ja, wie beurteilen Sie die Vorwürfe, die Ihrem Mann jetzt gemacht werden? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das alles gemacht haben soll. Mein Mann war zwar sehr genau, aber dass er Kinder ermordet haben soll, wo er selber Kinder hatte und dann nach Hause kam und ein sehr guter Familienvater war, das kann ich mir nicht vorstellen. Viele Deutsche wollten die Wahrheit nicht wissen. Nur deshalb konnte der Adjutant von Auschwitz, Robert Mulka, sich hinter der Maske des honorigen hanseatischen Kaufmanns verstecken. K.
Keiner der Frankfurter Angeklagten wird von einem schlechten Gewissen geplagt. Während der Prozesspausen schlendern die Angeklagten Höcker, Breitwieser, Broad, Frank und Schatz unerkannt durch die Stadt. Jedem der fünf wird vorgeworfen, an millionenfachen Morden beteiligt gewesen zu sein. In der Hitze zwischen Arbeiten, Einkaufen und Kindern haben die Bundesbürger keine Zeit für Auschwitz. Nur der Wachtmeister salutiert, wenn der SS-Zahnarzt Dr. Schatz den Hut vom Mittelscheitel hebt. Man kennt sich mittlerweile. Vor allem einem Mann ist es zu verdanken, dass den Tätern von Auschwitz der Prozess gemacht wurde. Dem hessischen Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer. Der Sozialdemokrat war selbst Häftling in einem Konzentrationslager, konnte aber später nach Dänemark emigrieren. 1945 kehrte er nach Deutschland zurück und verfolgte konsequent die nationalsozialistischen Verbrechen. Im Januar 1959 erhält Bauer von dem Frankfurter Journalisten Thomas Gnilka einen Brief. Gnilka hatte bei einer Recherche in einer Wiedergutmachungsangelegenheit zufällig ein Päckchen angekohlter Dokumente gefunden. Er schreibt: Herr Vulkan, ehemaliger KZ-Häftling, war kurz nach dem Fall Breslaus vorübergehend in der Stadt und nahm sich die Papiere als Andenken von dem brennenden Polizeigericht mit. Bauer schickt die Breslauer Papiere sofort an den Bundesgerichtshof nach Karlsruhe. Der erklärt am 17. April 1959 Frankfurt für alle Auschwitz-Verfahren zuständig. Die 1945 in den Ruinen des Breslauer SS-Hauptquartiers gefundenen Dokumente waren Erschießungsakten aus dem Konzentrationslager Auschwitz. Darin sind nicht nur die Namen der erschossenen Häftlinge aufgeführt, auch die Namen der Mörder werden genannt. Und es wird um die Einstellung der Ermittlungsverfahren gebeten. Die Papiere tragen die Unterschrift des Kommandanten Höss und die Paraffe von Mulka, dem Adjutanten. 4 Jahre später erklärt Fritz Bauer vor internationalen Journalisten: Wenn unser Prozess, der Auschwitz-Prozess, als ein Teil dieser Prozesse einen Sinn haben soll, dann soll der Prozess eine Warnung und eine Lehre für uns sein. Der Prozess soll der Welt zeigen, dass ein neues Deutschland, eine deutsche Demokratie gewillt ist, die Würde eines jeden Menschen zu wahren. Buenos Aires, die Hauptstadt Argentiniens, ist nach dem Krieg ein sicherer Unterschlupf für viele deutsche Kriegsverbrecher. Hierher ist auch Josef Mengele geflüchtet. Als Arzt in Auschwitz von 1943 bis 1945 verantwortlich vor allem für den gewaltsamen Tod tausender Kinder und Frauen. Der fanatische und ehrgeizige Nationalsozialist suchte sich häufig selbst seine Opfer aus den Transporten aus. Überlebende beschreiben ihn als einen zierlichen Mann, freundlich und höflich. Er interessierte sich vor allem für Zwillinge. Mit Versuchen an diesen Kindern wollte er die nationalsozialistische Rassen- und Vererbungslehre beweisen. In Hitlers Staat ein sicherer Weg zu einer glanzvollen Karriere. Gering ist die Zahl der Kinder, die Mengeles Experimente überleben. Die meisten von ihnen werden nie wieder wirklich gesund werden. Alle leiden ihr Leben lang bei der Erinnerung an die Grausamkeiten des Arztes, der die Kinder gern streichelte, bevor er sie quälte. Schon kurz nach Kriegsende steht Josef Mengele, jetzt 34 Jahre alt, auf der 70.000 Namen umfassenden Fahndungsliste der Amerikaner. Konkrete Verbrechen werden nur wenigen vorgeworfen. Mengele wird wegen Mord gesucht. Doch seltsamerweise, die Fahndung läuft nicht. Mengele hält sich im Sommer 1945 oft in Günzburg auf, seiner zwischen Ulm und Augsburg gelegenen Heimatstadt. Dort besitzt seine Familie eine bekannte Landmaschinenfabrik. 1948 teilt die amerikanische Besatzungsbehörde mit, der ehemalige SS-Arzt sei tot. Als Quelle werden die Angehörigen benannt. Die aber unterstützen den Flüchtling, auch mit Geld. Es wird 35 Jahre dauern, bis dieses Reisedokument von Josef Mengele entdeckt wird. Es wurde 1949 vom Internationalen Roten Kreuz in Genua auf den Namen Helmut Gregor ausgestellt.
Vorgelegt wurde dabei ein Südtiroler Personalausweis. Damit kann Mengele nach Argentinien flüchten, wo er viele Jahre unbehelligt in einer Villa in der Hauptstadt Buenos Aires lebt. Erst als 1959 im Zusammenhang mit den Vorermittlungen für den Frankfurter Auschwitz-Prozess die Fahndung wieder aufgenommen wird, taucht Mengele unter, in Paraguay und Brasilien. Über Jahre hinweg künden die Schlagzeilen von der erfolglos bleibenden Suche. Mengele ertrinkt 1979 an der brasilianischen Atlantikküste beim Baden. Einmal jedoch war die Frankfurter Justiz nahe dran, auch diesen Auschwitz-Täter festzunehmen. Die Ehefrau von Mengele hatte ein Apartment in Kloten bei Zürich. Und da war eine ziemlich vertrauliche, und ziemlich deutliche Nachricht, dass sich Mengele dort aufhält. Ich bin dann in die Schweiz gefahren. Ich konnte ja als deutscher Staatsanwalt in der Schweiz keine Aktionen starten und habe mich mit den zuständigen Schweizer Behörden in Verbindung gesetzt. Ich kann nur sagen, dass der Mengele dann verschwunden war. Also er war in Zürich? Das ist stark anzunehmen. Ich will das mal so formulieren und ich nehme an, dass mir die Schweizer da nicht gram sind. Wenn man sich vorstellt, Mengele war tatsächlich in der Schweiz, was ich persönlich annehme, dann wäre es für die Schweizer Behörden eine äußerst unangenehme Sache geworden, den Mengele dort zu verhaften. Denn die deutschen Behörden hätten dann seine Auslieferung verlangen müssen, mit den Gründen, was eben ihm in Auschwitz vorgeworfen wurde, getan zu haben. Und Mengele hätte sich mit Sicherheit in der Schweiz damit verteidigt, dass das ein politisches Verfahren sei. Und da bestand die Gefahr, dass das oberste Schweizer Gericht natürlich gesagt hätte, wegen des Vorwurfs einer politisch motivierten Handlung können wir ihn nicht ausliefern. Das wäre für die Schweizer sehr unangenehm geworden. 11. April 1961 in Jerusalem. Über Lautsprecher wird auf dem Platz vor dem obersten Gericht Israels auf Hebräisch und Deutsch eine Verhandlung getragen. Ein historischer Strafprozess hat begonnen. Die Anklage, die ein Dolmetscher übersetzt, richtet sich gegen Adolf Eichmann. Von 1941 bis 1945 hat er im Reichssicherheitshauptamt der SS in Berlin die Deportation und die Vernichtung der europäischen Juden organisiert und befehligt. In Frankfurt lag seit November 1956 ein Haftbefehl gegen den ehemaligen SS-Obersturmbannführer vor. Dass Eichmann, genannt der Fahrdienstleiter des Todes, sich in Israel vor Gericht verantworten muss, steht in engem Zusammenhang mit den Frankfurter Ermittlungen. Der entscheidende Hinweis auf seinen Aufenthaltsort in Argentinien kam 1957 vom hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Auf dieser Straße in Buenos Aires fährt im Jahre 1960 Ricardo Clement, wie sich Adolf Eichmann seit der Ankunft in Argentinien nennt, jeden Morgen mit dem Bus zur Arbeit. Sein Ziel ist die Niederlassung eines bekannten deutschen Unternehmens, das ihn als Aufseher beschäftigt. Abends kehrt er auf der gleichen Strecke zurück an den Stadtrand, in ein kleines Haus an einem unscheinbaren Weg, die Garibaldi-Straße. Dort lebt der Organisator der Judenvernichtung mit seiner Frau und vier Söhnen. Er züchtet Kaninchen. Am 11. Mai 1960 kommt Eichmann nicht nach Hause. In der Nähe der Bushaltestelle wird er von einem Kommando des israelischen Geheimdienstes überwältigt und anschließend vernommen. Noch an diesem Abend nennt er seinen richtigen Namen und seine Mitgliedsnummern in NSDAP und SS. So identifiziert Eichmann sich selbst. Im Mai 1960 feiert Argentinien den 150. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Aus Jerusalem kommt eine Delegation im Sonderflugzeug. Dieses dient in Wirklichkeit dazu, Eichmann am 20. Mai sicher nach Israel zu bringen. Issa Harel, damals Chef des israelischen Geheimdienstes, berichtet über die Verdienste Fritz Bauers bei der Ergreifung. Fritz Bauer sei ich Rishmi, Mishpitan. Fritz Bauer war jemand, der sich ans Gesetz hielt. Ich dachte eher an eine illegale Aktion. Trotzdem war ich der Meinung, dass man vertraulich klären müsse, was er davon hält. Er gab uns recht, dass ein Auslieferungsantrag keinen Sinn habe.
tut das, was er meint, tun zu müssen. Dann fragte ihn mein Mann, wer weiß noch davon, dass sie sich in dieser Sache an Israel gewandt haben. Er sagte, nur ein Mann wisse noch Bescheid. Der Regierungschef von Hessen, Georg August 10. Auf ihn könne man sich genauso wie auf ihn selbst absolut verlassen. Bauer sagte, die Sache mit Eichmann sei zu wichtig und er befürchte, dass es in seinem eigenen Verwaltungsapparat eine undichte Stelle geben könne. Im Verwaltungsapparat der deutschen Staatsanwaltschaft. Und er erklärte noch dazu, dass er zum heutigen Zeitpunkt, das war 1957, 58, kein Vertrauen in die deutsche Justiz habe. Noch weniger vertraute Bauer den deutschen Vertretungen in Südamerika, vor allem der in Buenos Aires, da dort sehr viele Nazis sind. Bauer befürchtete, dass auf die deutsche Regierung Druck ausgeübt könnte. Er war der Meinung, dass man es nicht darauf ankommen lassen könne, dass die deutsche Regierung mit Argumenten unter Druck gesetzt werde, die gegen eine Auslieferung sprechen. Es gäbe nur ein einziges Land auf der Welt, das in dieser Angelegenheit etwas ausrichten könnte. Meinem Mann zufolge sagte er, ich habe von euch gehört, ihr seid in der Lage, ein solches Unternehmen durchzuführen. Ihr arbeitet diskret und habt niemanden zu fürchten. Keiner kann euch zwingen, diese Sache auf sich beruhen zu lassen. So wurde Eichmann gestellt, der Cheforganisator des industriellen Tötens. Mit seinen pedantisch ausgetüftelten Fahrplänen in die Gaskammern von Birkenau machte er sich zum Mordbürokraten. Alles muss auf die Minute stimmen. Unpünktlichkeit reizt ihn zu Wutausbrüchen. Aber Adolf Eichmann ist nicht nur der Fahrdienstleiter des Todes. In Auschwitz lässt er das Insektengift Zyklon B an Menschen testen. Er gibt Anweisung, den Verbrennungsprozess in den Krematorien so zu verbessern, dass pro Leiche nur 2 Handvoll Asche anfallen. Sein Perfektionswahn, in Dienstanweisungen festgehalten, bedeutet für die Deportierten Qual und Tod. Je deutlicher wird, dass Deutschland den Krieg verliert, desto stärker drängt Obersturmbannführer Eichmann auf die Durchführung seines Programms, die industrielle Vernichtung aller erreichbaren Juden. Als Frankfurter Ermittlungsbeamte Anfang der 60er Jahre nach Auschwitz kommen, sehen sie im Archiv des Staatlichen Museums auch gut erhaltene Transportlisten aus Westerbork, Theresienstadt und Drancy ein. Untrennbar mit Auschwitz verbunden ist auch Eichmanns letzte Aktion. 1944 schickt er die ungarischen Juden in die Krematorien von Birkenau. Eichmann verlässt dazu seinen Schreibtisch in Berlin und organisiert in Budapest die Transporte selbst. Fast 400.000 Kinder, Frauen und Männer werden von der Rampe ins Gas gebracht. 1961 wird Eichmann zum Tode verurteilt. Im Schlusswort erklärt sich der Mörder zum Opfer. Ich hatte das Unglück, in diese Gräuel verwickelt zu werden. Aber diese Untaten geschahen nicht mit meinem Willen. Mein Wille war nicht, Menschen umzubringen. Der Massenmord ist allein die Schuld der politischen Führer. Meine Schuld ist mein Gehorsam, meine Unterwerfung unter Dienstpflicht und Kriegsdienstverpflichtung, unter Fahneneid und Diensteid. Die Führerschicht, zu der ich nicht gehörte, hat die Befehle gegeben. Sie hat meines Erachtens mit Recht Strafe verdient für die Gräuel, die auf ihren Befehlen an den Opfern begangen wurden. Aber auch die Untergebenen sind jetzt Opfer. Ich bin ein solches Opfer. Dies kann nicht außer Acht gelassen werden. Unter den Zuhörern sitzen viele ehemalige Auschwitz-Häftlinge, die auch später in Frankfurt aussagen werden. Der Mann, der sie dazu bewegen kann, ist Hermann Langbein. Ich kannte Namen. Die Staatsanwaltschaft war auf uns angewiesen, auf uns, die wir damals im Internationalen Auschwitz-Komitee
diese Tätigkeit durchführen wollten und taten. Und jetzt musste ich erstens einmal der Staatsanwaltschaft diese Zeugen namhaft machen, zuerst eine schriftliche Aussage von ihnen versuchen zu bekommen, und dann musste ich die Zeugen bewegen, nach Auschwitz, nach Frankfurt zu kommen. Und das war gar nicht einfach, vor allem nicht einfach, was Israel betrifft. Ich kannte damals viel, ich war damals, ich glaube schon das erste Mal oder das zweite Mal in Israel, ja, ich war in Israel beim Eichmann-Prozess, der vorher war. Ich habe dort manche gesprochen, kennengelernt, die ich in Auschwitz zwar nicht gekannt habe, die ich aber aus Büchern, aus Artikeln, die sie geschrieben haben, gekannt habe. Ich habe ihnen gesagt, ihr müsst jetzt auskommen, nach Frankfurt kommen, aussagen. Es gab vor allem einen Kreis von Frauen, die sehr wichtige Zeugen waren, weil sie als Häftlingsschreiberinnen in der politischen Abteilung tätig waren. Das ist etwas ganz Eigenartiges. Die politische Abteilung, also die Lager-Gestapo, die Vernehmungen durchführte, brauchte Schreiberinnen, die Protokolle, denen sie Protokolle diktieren konnten. Und das waren fast alle, ich glaube alle, waren Jüdinnen. Deutsch sprechende, meistens deutsche Jüdinnen, junge, die, das ist auch vom Standpunkt der SS eigentlich überraschend, am Leben geblieben sind, obwohl sie als Geheimnisträger, die SS sagte ihnen, einer sagte einmal einer Schreiberin, seiner Häftlingsschreiberin, brauchst keine Angst haben, du kommst als Letzte in die Gaskammer. So tröstete man sie. Sie kamen nicht in die Gaskammer, sie lebten, und viele in Israel. Und die hatten mehr gesehen als viele andere. Die hatten die Vernehmungen. Bei den Vernehmungen hatten sie Protokolle zu führen. Die Vernehmungen waren Folterungen. Was da vorgekommen ist, ich will es nicht schildern. Das war übel. Auch wenn die Frankfurter Staatsanwälte Mengele nicht zu fassen kriegen, so haben sie doch spektakuläre Erfolge. In diesem Haus im Sachsenwald bei Hamburg lebte der letzte Kommandant von Auschwitz, Richard Bär. Unter dem Namen Karl Neumann verdingt er sich als Waldarbeiter auf den Gütern der Familie von Bismarck. Bär ist gelernter Konditor. Er geht zur SS, weil ihm das Soldatenleben Freude macht. So seine Aussage vor dem Untersuchungsrichter. Am 20. Dezember 1960 melden die Zeitungen seine Verhaftung. Der einst mächtige und gefürchtete KZ-Kommandant, der die Frauen, die Jagd und den Wein liebte, muss nun sein idyllisches Waldversteck mit dem prosaischen Grau einer Frankfurter Gefängniszelle tauschen. Er war also sehr, sehr erschrocken und hat also geleugnet, der Bär zu sein. Wir haben ihn dann mitgenommen. Aus besonderen Umständen heraus musste er sich waschen. Er stand also in einer Schüssel von Wasser und wusch sich nackt. Und da bekam ich einen Anruf meines Kollegen Vogel, dem wiederum mitgeteilt worden war, offenbar von Leuten, die den Bär privat gekannt hatten, dass er an welchem Bein auch immer eine Wunde habe. Und diese Wunde konnte ich sofort sehen. Und dann habe ich dem Herrn Bär das vorgehalten und dann hat er zugegeben, dass er der letzte Kommandant von Auschwitz war. Er hat dazu geäußert, ich solle ihn als Offizier behandeln. Warum musste der sich waschen? Weil er sich in die Hose gemacht hatte bei der Verhaftung. Bär stirbt im Juni 1963 im Frankfurter Untersuchungsgefängnis Hammelsgasse an Herzschwäche. Zu diesem Zeitpunkt sitzen hier bereits weitere 10 SS-Männer aus Auschwitz in Haft. Der wichtigste davon, Robert Mulka, der Adjutant von Rudolf Höss. Nach Bärs Tod ist er der Hauptangeklagte. Staatsanwalt Kügler stößt durch einen glücklichen Umstand auf seine Spur. Da gab es einen Adjutanten des Kommandanten, der hieß Mulka. Und damals waren in Rom Olympische Spiele. Und der Name Mulka ist ja noch nicht so häufig. Ein gewisser Mulka, wie sich später herausstellte, sein Sohn, der gewann dort eine Medaille beim Segeln.
Und über diesen Sohn habe ich dann den Vater gefunden. Den Mulka haben Sie auch verhaftet? Den Mulka, ja. Den Mulka habe ich in Hamburg verhaftet. Der Mulka war ja dann der Hauptangeklagte, nachdem der Bär im Gefängnis gestorben ja. war. Welchen Eindruck hatten Sie denn von dem Mulka? Also der Mulka war, wenn man bedenkt, was er damals zu verantworten hatte, einer der unerfreulichsten Angeklagten. Als ich ihn verhaftet habe, hat er mir gegenüber den seriösen Hamburger Kaufmann darzustellen versucht. Er hat auch im Prozess Äußerungen von sich gegeben, die nicht unwidersprochen sein konnten. Er hat beispielsweise erklärt, das war ganz am Anfang des Prozesses, er sei Soldat gewesen und offenbar wollte er die Behandlung eines Soldaten erfahren durch das Gericht, der seine Pflicht getan hatte. Ich bin daraufhin damals im Gerichtssaal aufgestanden und habe ihm gesagt und allen Beteiligten, dass er kein Soldat war, sondern einem uniformierten Mordkommando angehört hat. Das hat mir noch eine Beleidigungsanzeige des Herrn Mulka eingebracht. 8 Wochen zuvor hatte Kügler in Braunschweig Josef Klär verhaftet. Der wohnte bei der Hauswirtin Clara Krause zur Untermiete. Der Sanitäter und Desinfektor von Auschwitz wurde wegen der Ermordung tausender Häftlinge gesucht. Er tötete mit Giftinjektionen, die er direkt in die Herzkammer spritzte. In Braunschweig arbeitete er als Karosserieschreiner bei der Firma Büssing und Sohn. Dort hatte ihn eine Arbeiterin erkannt und angezeigt. Ich kenne den Klier aus meiner Heimatstadt und nach der Machtergreifung 1933, da hatte er dafür gesorgt, dass auch mein Bruder verhaftet wurde, weil er im Arbeiter Sportverein war. Und nach 40 Jahren, da traf ich ihn bei Büssing und Sohn auf dem Hof wieder und haben auf den Kopf drauf gesagt, dass er bei der SS war. Da hat er gesagt, nein, es wäre sein Bruder Willi gewesen. Aber nach einer Weile gab er es doch zu, dass er es war. Und es war furchtbar, so einen Menschen noch einmal in die Augen zu gucken, wo er so viel verbrochen hat. Am gleichen Tag verhaftet Küglers Kollege Vogel in Göppingen den SS-Apotheker Viktor Capesius. Er ist mittlerweile zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen. Man wusste aus Auschwitz, dass er große Mengen von den mitgebrachten Wertsachen der ermordeten Juden beiseite geschafft hatte. Er verwaltete das Giftgas Zyklon B. Bereits 1959 war in Berlin der berüchtigte Rapportführer Oswald Kaduk verhaftet worden, der in einem Altenheim als Krankenpfleger arbeitete. Kollege Kaduk war ein netter Kollege und zu dem Patienten besonders hilfsbereit und liebenswürdig. Ja, Oswald Kaduk, eigentlich Kaduk, den nannten wir immer Papa Kaduk, nicht? Und wenn wir was wollten, wir sagten der Schwester, sagte, los, Papa Kaduk, Schmitten will runter oder der Wagen, ob der da ist, naja, dann war auch da. Wenn es nur manchmal, dann mussten wir auch ein bisschen warten. Er kam aber dann und dann wurde es auch gemacht, nicht? Papa Kaduk, ein gelernter Metzger, war in Auschwitz ein gefürchteter Totschläger, der meistens betrunken war. Als Rapportführer leitete er auch das Lagerbordell, das vor allem von inhaftierten Berufsverbrechern frequentiert wurde. Die gaben ihm damals den Spitznamen Papa Kaduk. Er wohnte, wie auch Boger und einige andere SS-Leute, mit Frau und Kind in einem Einfamilienhaus direkt neben dem Lager. Im April 1959 wurde der Darmstädter Berufsschullehrer Hans Stark verhaftet. Von seinem Vater noch als Jugendlicher zur SS gebracht, kam er als 19-jähriger Blockführer nach Auschwitz. Wegen eines Reitunfalls war er nicht kriegstauglich. Sein Vater beging 1948 Selbstmord. Anfang der 60er Jahre wird Frankfurt zur Drehscheibe der in aller Welt lebenden Zeugen. Aus der Sowjetunion und Polen, aus den USA und Mexiko, aus Israel und Australien kommen ehemalige Häftlinge,
um vor dem Untersuchungsrichter Dr. Düx auszusagen. Mir wurden bereits 51 Aktenbände angedient. Und die mussten nun binnen kürzester Frist durchforstet werden. Es waren ja immerhin 24 Angeschuldigte, gegen die das Verfahren ursprünglich lief. Und einige von diesen Angeschuldigten saßen in Untersuchungshaft. Und man konnte sich da kein zeitraubendes Verfahren erlauben. Man musste ja dafür sorgen, dass diejenigen, die in Untersuchungshaft saßen, auch alsbald klar sehen konnten, was aus den Anschuldigungen wird, die man ihnen vorwarf. Und bei dem Umfang der Anschuldigungen war das natürlich ein zeitaufwendiges Verfahren. Man musste damit rechnen, dass man für einen Angeschuldigten, um ihm alle Punkte vorzuhalten, deren er beschuldigt wurde, dass man jeweils schon 3 Tage lang ein und dieselbe Person vernehmen musste. Nach 5 Jahren Ermittlungsarbeit wird schließlich im Sommer 1963 die exakt 700 Seiten umfassende Anklageschrift vorgelegt. 4 Staatsanwälte haben sie geschrieben: Grossmann, Kügler, Vogel und Wiese. Bis in die Details wird hier dokumentiert, was mehr als 1000 Zeugen über ihre Erlebnisse aus dem Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz berichteten. Die Anklageschrift in der Strafsache 4KS2-63, wie der Auschwitz-Prozess amtlich heißt, enthält die minutiöse Schilderung der Verbrechen. Am 20. Dezember 1963 ist es dann soweit. Der Vorsitzende Richter Hans Hofmeier verließ den Eröffnungsbeschluss des Gerichts. Die Frankfurter Justiz verfügte Herr über Robert keinen geeigneten Raum, um den größten Mulcher Strafprozess der deutschen Geschichte aufzunehmen. 3 Richter und 2 Ersatzrichter, 6 Geschworene und 3 Robert Ersatzgeschworene, 4 Staatsanwälte, 3 Nebenkläger, 19 Verteidiger und 22 Angeklagte müssen Platz finden. So wird zunächst auf Vorschlag des hessischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn im Plenarsaal des Römers verhandelt. Auf Anordnung des Vorsitzenden darf nur in den ersten 15 Minuten fotografiert und gefilmt werden. Danach beginnen die Vernehmungen zur Person und zur Sache. Obwohl sie 15 Verhandlungstage in Anspruch nehmen, sind sie nicht ergiebig. Die meisten Angeklagten schweigen. Am 7. Februar 1964 wird der erste Gutachter gehört. Professor Hans Buchheim vom Institut für Zeitgeschichte sprach damals über die Organisation von SS und Polizei. In der SS gab es keine systematische Ideologie, wie wir das vom Marxismus-Leninismus kennen, sondern eine Erziehung zu einer bestimmten Mentalität. Charakteristisch für diese bestimmte Mentalität ist vor allen Dingen der sogenannte Kampf um des Kampfes willen, oder das wurde damals bezeichnet als heroischer Realismus. Der Inhalt war der, kämpfen um zu siegen, das kann jeder. Der eigentlich gute Kampf ist der auf verlorenem Posten. Das hat sich dann verbunden mit einer Ideologie der absoluten Härte. Es darf kein Unmöglich geben, also nicht nur Härte gegen sich selbst im Durchstehen von Gefahren oder Leiden, sondern Härte auch, ich sage nochmal, es darf kein Unmöglich geben, Härte in dem Sinne, dass das, was befohlen ist, unbedingt durchgeführt wird. Das bedeutet, dass in der SS eine große Rolle spielte oder ein großer Wert war, die reine Leistungsfähigkeit. Leistungsfähig musste man sein. Und leistungsfähig zu sein war noch wichtiger als ideologisch zuverlässig zu sein. Dazu passt ganz gut, dass nun die Härte, die ja nur ausgeübt wurde gegen Fremde, Himmler sagt, treu und zuverlässig sein, nur gegen die eigenen Leute, aber nicht gegen die Untermenschen, ja, sodass man dann im eigenen Bereich die Härte wiederum abmilderte durch Kameraderie, dass man sich nämlich gegenseitig dann Verletzungen der Mentalität, der Härte nachsah. Ganz typisch dafür ist Folgendes.
Es war ja ganz streng verboten, der sexuelle Verkehr mit sogenannten Fremdvölkischen. Es war aber ganz üblich in der SS, dieses zu tun. Und es war völlig klar, dass man sich das gegenseitig nachsah. Mit Hilfe der SS gelang es Hitler, alle Gegner des Dritten Reiches auszuschalten. An historischer Stelle. Die Terrortruppe gehorchte ihm aufs Wort. Sie war das Instrument, mit dem er alles brutal aus dem Weg räumte, was seine Pläne störte. Jeder SS-Rekrut schwor Hitler unbedingt in Gehorsam, bis in den Tod. Ich schwöre dir, Adolf Hitler, nächtliche Vereidigungen bei Fackelschein in Anwesenheit ihres Herrn, harte Aufnahmekriterien und martialische Aufmärsche gaben den SS-Männern das Gefühl, die neue deutsche Elite zu sein, Hitlers auserwählte Krieger. Führer der SS, der Landwirt Heinrich Himmler, gab die Marschbefehle. Und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen als ein soldatischer, nationalsozialistischer Orden, nordisch bestimmter Männer. SS marschiert in Feindesland und singt ein Teufelslied. Und dann marschierten sie, zuerst nach Polen und dann durch die halbe Welt. Wo sie waren, da waren Furcht und Terror. Gemeinsam mit der Wehrmacht nahmen sie in den militärisch besetzten Ländern, wie hier in Polen, Männer, Frauen und auch Kinder gefangen und verschleppten sie in Lager. Vor allem machten sie Jagd auf die Juden Osteuropas und brachten sie in die Vernichtungslager. Bis zum Ende des Krieges ermorden SS-Männer mehr als 5 Millionen europäischer Juden. Einer der wenigen Menschen, die am 27. Januar 1945 die Befreiung von Auschwitz miterlebten, ist Dr. Otto Wolken, praktischer Arzt aus Wien. Er ist der erste von den 359 Zeugen dieses Prozesses. Und seine Aussage erstreckt sich im Februar 1964 über 2 Tage. Bevor Dr. Wolken im Plenarsaal des Römers mit seiner Aussage beginnt, richtet der Gerichtsvorsitzende Hans Hofmeier eine Frage an ihn. Herr Zeuge, sind Sie damit einverstanden, dass ich das, was Sie aussagen, auf ein Tonband nehme zum Zwecke der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Jawohl. Diese Frage wird der Richter fortan jedem Zeugen stellen. Und die meisten werden die Aufzeichnung zulassen. Der Bundesgerichtshof hatte dieses Verfahren eigens gebilligt. Dr. Wolken beginnt mit der Schilderung seiner ersten Stunden als Häftling am Konzentrationslager Auschwitz. Und ich kam nach Auschwitz I, also ins Stammlager Auschwitz. Also der Weg vom Bahnhof bis ins Lager war ziemlich weit und dann kam ich wieder zum Lager. Aber auch drüber stand, schwungvoll, Arbeit macht frei. Wir marschierten durch dieses Tor hinein, links aus einem Block klang Walzermusik, die Musikkapelle übte. Ja, wir hatten gar nicht den Eindruck, dass wir hier in eine Hölle kamen. Sah alles so friedlich, so ruhig aus. Und dann wurden wir also zu einem Block gebracht. Und da hieß es zunächst also, alles ausziehen. Und dann wurden wir in einen Waschraum gebracht. Es war ein großer Raum, Betonboden, Wasserlaken auf den Fußboden. Vom Duschen tropfte Wasser herunter und dort kamen wir hinein. Es war ungefähr mittags, als wir dort hineinkamen. Das verging Stunde um Stunde und es kamen immer wieder neue nackte Gestalten hinein. Wir waren müde, wir konnten uns nicht mehr auf den Füßen halten, denn wir waren ja schon 1,5 Tage unterwegs ohne Verpflegung.
Und so setzte sich eben jeder nieder auf den Betonboden in die Lacke hinein. Es war ganz egal und wir warteten und warteten. Und dann wurde es Nacht. Wir wurden bei Nacht aus dem Block herausgetrieben und neben dem Block auf den Appellplatz gestellt. Und dort mussten wir die ganze Nacht stehen. Es war eine sehr kühle Mainacht. Wind ging, kalter Regen rieselte hernieder auf uns. Und wir standen und standen und standen bis am Morgen. Nach seiner Aussage überreicht Dr. Wolken dem Gericht handschriftliche Aufzeichnungen, die er im Februar 1945 noch in Auschwitz unter dem unmittelbaren Eindruck seiner Erlebnisse verfasst hatte. Das Gericht wird mehrere solcher Handschriften von Überlebenden zu Protokoll nehmen. Hermann Langbein, als Sekretär des Internationalen Auschwitz-Komitees maßgeblich an der Vorbereitung des Prozesses beteiligt, kommt wenige Tage später in den Zeugenstand. Er war in Auschwitz Häftlingsschreiber beim SS-Standortarzt. In dieser Funktion gelang es ihm einmal 1943 nach Birkenau ins sogenannte Zigeunerlager zu gehen, wo Tausende von Sinti und Roma zusammengepfercht waren. Im August 1944 werden noch 3000 von ihnen in den Gaskammern ermordet. Langbein, der 1942 als politischer Gefangener aus dem KZ Dachau nach Auschwitz kam, hatte Einblick in die Totenlisten, wusste, wie Mordaktionen geplant und ausgeführt wurden. Sein Bericht darüber, was er in diesen Baracken sah, erzeugt 20 Jahre später im Gerichtssaal lähmende Stille. Das Lager war in einem unbeschreiblichen Zustand. Lehmboden, aufgeweicht, verdreckt, keine Waschmöglichkeit, keine Reinigungsmöglichkeit für die Kleider. Die Kinder haben am schlimmsten ausgeschaut, oder vielleicht hatte man den Eindruck bei den Kindern, dass es am schlimmsten war, weil es einem am nächsten gegangen ist. Ich habe dann mir einen Krankenblock angeschaut. Und zwar war das der Krankenblock, in der auch die Frauen gelegen sind, die entbunden haben. Ich habe viel gesehen in Auschwitz. Tote war für uns eine Alltäglichkeit. Man ist furchtbar hart geworden in Auschwitz. So hart, dass man manchmal Angst gehabt hat, ob man wieder ins normale Leben zurückfindet. Aber was ich dort gesehen habe, das war schlimmer als alles andere. Ich habe Frauen gesehen, die glücklichsten waren die, es waren einzelne darunter, die wahnsinnig geworden sind. Ich habe kleine Kinder gesehen, Neugeborene. Die einzige Sorge, die ihnen zuteil wurde, war die, dass sie sofort die Häftlingsnummer tätowiert bekamen, mit einem Z. Und zwar bekamen die Häftlingsnummer in den Oberschenkel, weil der Unterarm eines Säuglings zu klein war dafür. Und ich habe dann die Leichenkammer gesehen, die anschließend hinten bei dem Block war. Und dort war ein Berg von Leichen, Kinderleichen. Und dazwischen waren die Ratten. Als Auschwitz befreit wird, lagern in den Magazinen der SS 349.000 Männeranzüge und 863.000 Frauenkleider. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was den Ermordeten abgenommen und nach Deutschland geschafft wurde. Im Frankfurter Prozess wird schon früh deutlich, dass Auschwitz nicht nur eine Stätte des Massenmords war, sondern auch der Ort eines riesigen, staatlich sanktionierten Raubzuges. Goldzähne von Toten aus Auschwitz, nach dem Krieg in einem Depot der Reichsbank aufgefunden. Die SS-Führung in Berlin machte damit gute Geschäfte. Als Beweismittel liegen im Archiv von Auschwitz noch die Formulare der Lagerverwaltung, auf denen die Zahl der herausgebrochenen Goldzähne genau verzeichnet ist. Auf den Plänen der SS-Bauabteilung des Konzentrationslagers ist zu erkennen, wo der Raub an den Toten stattfand. Im Raum für Goldarbeiten in den Krematorien, unmittelbar in der Nähe der Vergasungskammern und Verbrennungsöfen. Bei jeder Gelegenheit griffen hohe und niedere SS-Dienstgrade bedenkenlos zu. Gold, Diamanten, Schmuck, Devisen, wertvolle Kleidung wurden gestohlen und nach Hause geschafft, manchmal in kiloschweren Feldpostpaketen.
Die im Lager herrschende Korruption nahm ein solches Ausmaß an, dass die SS-Führung aus Berlin eine Untersuchungskommission nach Auschwitz in Marsch setzte. Aus zwei Gründen. Auschwitz warf zu wenig Gewinn ab und das System drohte zusammenzubrechen. Chef der Kommission ist der Sturmbannführer und SS-Richter Dr. Konrad Morgen, ein 1909 in Frankfurt geborener Jurist. Am 9. März 1964 schildert er im Römer dem Gericht seinen Aufenthalt in Auschwitz. Es fing mit dem Anfang vom Ende an, nämlich der Rampe in Birkenau. Von der Rampe folgten wir der Spur der Todesfrachten. Hinter dem Hof war ein großes Tor, das in die sogenannten Umkleidungsräume führte. Ähnlich wie die Auskleidehalle von einer Turnhalle. Einfache Holzbänke standen da mit Kleiderrechen. Und auffälligerweise war jeder Platz nummeriert, trug auch eine Garderobemarke. Und man schärfte noch den Opfern ein, ja, Acht auf ihre Garderobe zu geben, die Garderobenmarke festzuhalten. Alles, um bis zur buchstäblich letzten Sekunde nicht den geringsten Verdacht aufkommen zu lassen und die Todesopfer ahnungslos in die gestellte Falle zu bringen. Dann an der Wand war ein großer Pfeil, der in einen Gang wies. Und darauf stand kurz und bündig: zu den Duschräumen. An diesem Gang lagen dann verschiedene Kammern ohne jede Einrichtung, kahl, nackt, Zementfußboden. Auffällig und zunächst unerklärlich war nur, dass in der Mitte ein vergitterter Schacht stand, der bis zur Decke führte. Es hatte zunächst dafür keine Erklärung, sondern man sagte, dass durch eine Öffnung vom Dach aus Gas, und zwar in kristalliner Form, das Zyklon B, in diese Todeskammern gegossen würde. Gegenüber den Gaskammern lagen die Leichenaufzüge. Diese führten dann nun in das ebenerdische Geschoss. Das eigentliche Krematorium war ein riesiger Saal, dessen einen Seite lange Reihe die Krematoriumsöfen standen, mit geblätterten Fußboden. Alles atmete eine sachliche, neutrale, technische, wertfreie Atmosphäre aus. War alles spiegelblank geleckt. Und einige Häftlinge in Monteuranzügen, die polierten da ihre Armaturen, machten sich da künstlich Bewegungen, sonst war alles still und leer. Konrad Morgen arbeitet nach dem Krieg in Frankfurt am Main als Anwalt. Staatsanwalt Joachim Kügler erinnert sich an seine Aussage. Denn er hat, soweit er das konnte, meines Erachtens ungeschminkt die Wahrheit gesagt. Er ist nach Auschwitz gekommen. Dort ist ihm so etwa erklärt worden, was wir hier machen. Geht niemand was an. Und du bist fehl am Platz. Er hat auch die Gaskammern gesehen. Er hat gesehen, was da passiert ist. Er hat also Einzelheiten geschildert, die entsetzlich waren. Er ist selbst bei seiner Zeugenaussage zusammengebrochen und hat bitterlich geweint. Das war in meinen Augen eben einmal ein Mann, der zwar eine Uniform getragen hat, eine SS-Uniform, der SS-Richter war, aber eben doch noch unterscheiden konnte, was Recht und Unrecht war. So erhält auch das Gericht von dem ehemaligen SS-Richter die genaue Darstellung seiner Ermittlungen in der Wachstube eines Mordkommandos der SS in Birkenau.
Nachdem ich diese äußeren Einrichtungen gesehen hatte und irgendwie SS gar nicht in Erscheinung getreten war, interessierte mich natürlich nun mal die SS-Leute zu sehen und kennenzulernen, die diesen ganzen Apparat da verwalteten und in Betrieb hielten. Es wurde mir dann ein kurzer Blick in die sogenannte Wachstube des Lagers Birkenau verstattet. Es war ein niedriger, etwas schummriger Raum und da standen bunt zusammengewürfelte Couchen herum und auf diesen Couchen da lagen malerisch einige SS-Leute und dösten da mit glasischen Augen vor sich hin. Ich hatte den Eindruck, dass sie die Nacht vorher ziemlich viel Alkohol genossen haben mussten. Statt eines Schreibtisches stand ein riesiger Hotelherd da und auf diesem trugen vier, fünf junge Mädchen Kartoffelpuffer. Es waren offensichtlich Jüdinnen. Und die brachten nun ihren Paschas, die auf den Couchen darum lagen und dösten, die Kartoffelpuffer und fütterten die. Ich muss also wohl ziemlich entgeistert meinen Begleiter angeschaut haben. Der zuckte nur die Achseln und sagte, die Männer haben eine schwere Nacht hinter sich. Sie hatten einige Transporte abzufertigen. Ich glaube, so drückt er sich aus. Das bedeutete also, dass in der Nacht, während ich da im Zuge stehend nach Auschwitz fuhr, einige tausend Menschen, einige Zugladungen voll hier vergast und verascht worden waren. Und von diesen tausenden von Menschen, da war auch nicht das Stäubchen auf einer Ofenarmatur übrig geblieben.